Moin! Willkommen zurück! Pokémon Platin Soling Challenge mit Rudel! Wie mach sie! Hallo! In meinem Counter! Und der ist. Oh, Dupes! Dupes! Starrer Tor! Ich habe ein bisschen Angst, auf Flucht zu drücken. Weil ich Flammkuchen vorne habe, ist nicht das schnellste Pokémon. Es ist Level 40. Ups! Ich wechsle auf. Nee, das ist auch langsam. Ich wechsle auf Käse. Ich wechsle auf Käse und drück dann auf Flucht. Das ist kein Dupes, aber ich kann es nicht entwickeln. Das ist ärgerlich. Wobei, ich hab. Staraptor setzt Wirbelwind ein. Ja. Was ich glaube, zur Entwicklung kann ich. Ich hab mal ein wildes Remoraid gesehen. Ich glaube, dann fange ich mir einfach nur mal schnell eins und das. Wenn wir es reinnehmen, zu entwickeln. Ich habe nämlich ein Mantyops. Der Mantax ist eigentlich ganz cool. Flugwasser? Ja. Granbull hattest du? Ja. Weil Snubull steht gerade vor. Aber dann ist es die Jups. Mantyops und Mantax hat man nicht, ne? Nee. Käse auch noch vorne wieder. Dritter Versuch. Hier hatten wir Ultrigaria noch nicht, richtig? Ich glaube nicht. Beziehungsweise Greninja. Ich glaube, das haben wir schon mal geguckt. Hm? Ja, genau, aber nur für den Fall, weil ich es hätte bekommen können. Da hatte ich dann gefragt. Nee, hat man auch nicht. Jetzt ist es tatsächlich mein Encounter. Das ist nicht Zazenia, sondern Ultrigaria noch. Also, ja, nicht auf Flucht drücken. Das wäre unmöglich. Donnerzahn wird resistant, also kann ich ruhig mal Donnerzahn drücken. Mach mal einen Schattenstoß. Ach, Donnerzahn wird resistant von Ultrigaria. Käse hat zwar viel Angriff, 7 Level höher, ich hab Angst. Ich mach mal einen Schattenstoß. Donnerzahn. Das wird schon nicht killen, oder? Ah, okay. Das ist ungefähr knapp über ein Drittel. Oh, mehr mach ich nicht. Wusste ich. Ist weg. Ja, ich mach's jetzt nicht nochmal, damit es nicht wegkrittet, genau. Und dann machen wir. Ich hätte einen Flottball machen. Warum versuche ich nicht erste Runde erstmal einen Flottball? Hab ich direkt probiert. Ah, ich jetzt in der zweiten und zweimal. Ah, jetzt ist vorbei, jetzt muss Timerball. Hä? Was? Ab der wievielten Runde ist Timerball denn? Zehnte, glaube ich. Der zehnten, okay. Ich glaube zehnte, ja. Aquawelle. Luxusball, los! Aquawave. Also ich könnte nochmal angreifen. Wenn ich kritte, besteht mir die Gefahr, dass es eventuell stirbt. Deswegen greife ich auch nicht an, weil wenn ich kritte, muss es auch tun. Magensäfte, ist das dein Ernst? Das ist ein bisschen ekelhaft, Ultrigaria. Das kann Bodycheck. Zum Glück habe ich Windbeutel vorne. Es Bodycheckt ins Leere. Boah, komm. Jubelball ist doch bestimmt schön, Ultrigaria, oder? Möchtest doch. Komm. Kenn ich. Wiederball. Ach komm, Premierball. Du kriegst den Premierball nicht. Oh. Lol, Jubelball. Läuft. Easy. Dreimal gewackelt, aber raus. Ultrigaria. Nein. Okay, Premierball ist nichts für dich, Lux. Pokémon. Ein Pokémon, das wie eine Pflanze aussieht. Trudel fängt Beute, indem er giftiges Puder darüber verteilt. Giftigen Puder darüber verteilt, steht hier. Bei den Gegnern. Ja, Ultrigaria, Pflanze Gift. Apropos, was hast du nochmal? Mantyops. Deswegen Remoraid, wegen entwickeln, da war ja was. Da war ja was. Der Vossias Wort.
Man organisiert Touren, um diesem Pokémon zuzusehen, wie es mit Remoraid über die Wellen gleitet. Gut, ja, ja. Ja, das heißt, dass ich mir einen Namen für Mantrips überlege und dein Mantrips soll, weiß ich noch nicht, heißen. Nein, so soll es nicht heißen. Ne? Der Ultrigaria heißt Lachs. Okay. Okay. Mir fällt nichts Gutes mehr ein. Meine Wochen kann man bestimmt auch essen, aber das war jetzt ein bisschen. Nee. Lass mich mal kurz darüber nachdenken. Nein. Ein wildes Muffin setzt Gähner ein. Soße hatten wir schon, ne? Mhm. Du, Suppe? Geht Suppe? Ich glaube ja. Wegen Lachs. Lachssuppe. Lachssuppe? Ja, keine Ahnung, ob das. Aber Suppe. Es ist mir auch egal. Suppe da. Das ist ein super Schuss. Suppe. Aber. Suppe ist ein super Spitzname. Lachs wird doch mit X geschrieben, oder? Genau. Okay. Schon gut. Okay, noch ein Snubbull. Ich glaube, ich versuche gleich nochmal zu surfen. Einfach umzuschauen, was da so wäre. Ich sollte meinen Käse mal voll heilen. Nur für eine Pfelle. Was sind wir denn hier? Keine Ahnung. Frühlingsfahrt, hier waren wir auch noch nicht, oder? Kann sein. Schutz wird nicht mehr. Route 214. Hä? Waren die auf Route 214 schon? Oh, Palimpalim. Ja, hier waren wir schon mal. Ja? Ja, hier ist mein Heilradtrainer. Ah. Auf Frühlingsfahrt gibt's keinen Encounter. Das hier ist. Das ist die Scheidequelle. Ist ja gut. Okay. Was denn? Sind wir schon? Ach nee, wir haben ja gerade erst. Wir sind ja gerade erst. Dann könnten wir eigentlich direkt weitergehen. Ich wollte noch kurz surfen und den Counter gucken, aber. Kannst du ja machen, aber. So. Mario. Nur um mich eventuell zu ärgern. Okay, Felser. Schild. Was denn? Wie lange ist denn da Stromausfall? Meine Fresse, es ist doch schon Monate. Ja, irgendwann. Es wurde gesagt, okay. Wir sollen dem Professor Bescheid geben. Also geben wir mal dem Professor Bescheid. Okay. Vertraut. Einen Encounter suche ich noch. Hatten wir drei hier gehabt. Oh, Hundemon. Okay. Oh, alles ganz nett, aber. Kigari ist gut. Auf und davon. Auf und davon. Wow!
Was? Ich gehe in das Pokémon-Labor und direkt vor mir steht erstmal Lucia und der Professor. Einfach so direkt vor mir, als ob die hinter der Tür gewartet haben, dass ich komme. Na klar. Haben sie doch. Ach, hier ist das! Sag das doch! Hätte ich dir gleich erzählen können, Mensch. Nee, wo zum Henker? Ach! Ja gut, hier habe ich auch hauptsächlich trainiert, okay. Das heißt, wir fliegen einmal nach zwei Blatt. Nee, wo ist der Bankgammel? Nee, doch, was? Bankgammel ist Pokémon-Labor, ja. Okay. Nicht in der Startstadt, ne? Stimmt. Jetzt ist der Stromausfall behoben oder was? Doch, stimmt. Oh, lol. Ich dachte, sie haben wenigstens einen Abstand. Nein, ich stehe noch auf dem roten Teppich, weißt du? Ja, die stehen genau dahinter. Das ist ja. Schon ein bisschen. Krass. Jetzt können wir da lang, oder was? Denke ich mal, der sagt, wir sollen nach St. Gemma. Nicht nach St. Gemma, nach Sonneweg. Jetzt ist der Typ weg, ja, ist klar. Welches Pokémon war das denn? Genau, ach, Nidoqueen. Jetzt noch Level 43, okay. Weil für Dingens. Oder wollten wir das jetzt erstmal so lassen? Willst du das wieder reinnehmen? Ich weiß nicht, du brauchtest das nur für Stärke oder Kraxler, so? Kraxler. Ja gut, okay, das kann ja jetzt auch kommen auf der Route. Nö, dann pass mal. Ich weiß jetzt nicht, wie das wird, deswegen. Alles gut. Oh. Alaska quasi. Ach, da vorne ist da. Aha. Neue Route. Oh mein Gott. Ach, apropos, du bist schon auf der Route, richtig? Ja. Okay. Wollte sonst eventuell schon Pokémon angucken. Aber wenn wir eh noch ein neues fangen und du schon da bist, dann mache ich mich mal lieber auf den Weg, schnellstens zu dir zu kommen, quasi. Fahrrad geht vielleicht so. Oh, hier kann man kraxeln. Ciao. Warte, ich muss leider tun. Tut mir leid. Ist da oben was? Da ist bestimmt nichts. Da ist nur ein Item und ich habe noch Schutz angemacht, oder nicht? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Nein, der ist ausgelaufen, okay. Tut mir leid. Aber sonst, wenn du möchtest, kannst du ja Encounter schon mal wenden, oder? Ich guck. Mach ruhig. Psyban, ja, das hat sich ja gelohnt. Das ist Jups. Das stimmt, Psyban ist Jups. Was denn? Vollriegel. Okay. Ich finde, Dupes ist ja an sich noch mal eher in Ordnung zu fangen für mich, wenn das der jeweils andere von uns dann schon hatte, aber wenn man das selber schon hatte, finde ich so, ja, dann wahrscheinlich erst recht neu versuchen. Außer es ist etwas, was mir eventuell schon abhanden gekommen ist und was ich so gerne mag, dass, ja, aber sonst... Der Pokémon-Schrei ist natürlich Hammer. So, peinlich. Ja, an sich, das Pokémon ist jetzt nicht so, wo ich sage, geil. Das hatten wir noch nicht? Nein. Okay. Also ja, hatten wir noch nicht. Ach so, schade. Jetzt habe ich gerade eben Schutz angemacht, sag mal, so. Ich bin doch schon auf der Route, oder? Ja, bestimmt. Wenn ich im Gras bin, bin ich schon auf der Route. Ja. Ja? Kramchef. Wow, Kramchef ist cool. Aber ich weiß ja, was das als Partner hat, also. Ich guck mal, ob es vielleicht andere Werte. Ich muss nur gerade aufpassen, Kramchef kann ordentlich raufhauen. Ach du Scheiße, ist das so hübsch. Boah, Angeberei, okay.
Oh, kann es Schmarotzer, bitte tu mir nicht weh, mein Käse hat fucking Honig. Alter, ist das verwirrend! Was? Die Attacken von Alter Peise. Ich dachte gerade, du meinst meine Angeberei, die ich abbekommen habe. Erzähl! Kreuzschere auf 26, aber nur Diamanten auf 30 auf Platin und Schlitzer und. Ab Level 26 steht dahinter immer auf Diamant, Pearl oder halt Platin, Herz, Gold, Silber. Weil das immer unterschiedlich ist. Oh Gott, okay. Läuft bei ihm, habe ich gehört. Also es ist echt nicht wirklich. Ja. Bester Wert: Angriff mit 85 Base. Warum zur Peise, Mann? Warum? Alter, wenn Kramchef Schmarotzer kann, ist mein Käse sowas von tot. Der hat dreimal Angeberei gemacht. Dreimal. Aber Unlicht wird geviertelt. Geviertelt? Ah nee, Käse. Ich war bei Zwiebel. Sorry. Alter, ich habe Angst. Soll ich auf Zwiebel rauswechseln sonst? Flugattacken treffen dich ja neutral, ich weiß nicht. Ja, aber. Okay. Na gut, Käse treffen sie auch neutral. Eben. Oh, da möchte ich hin. Was? Es gibt ein Dorf, das basierend auf den imposanten Berufen dieses Pokémon einen Wettbewerb veranstaltet. Yay. Yeah, hey. Whoop. Oh, einmal hat's dreimal gewackelt und jetzt immer nur einmal. Oh Gott, willst du mich verarschen, Kramchef? Was? Das ist doch nicht wahr! Was? Nicht, dass es mein Angriff boostet und Tipp Unlicht ist und eventuell Schmarotzer kann, nein! Es setzt auch noch Ränkeschmied ein, ich weiß nicht, ob es spezielle Attacken kann, aber... Alter Kramchef, please! Kramchef, Level? 39, ich kann auf jeden Fall Flügelschlag, Ränkeschmied und... Angeberei. Letzte Attacke weiß ich nicht. Ich würde so gerne. Komm, ich mach mal. Ach nein, ich mach kein bisschen Käse. Verfolgung vielleicht? Ach du Schande. Wollte ich vielleicht nicht. Also, es kann nur physische Attacken bis Level 5 hoch. Okay, das heißt, das ist egal. Es ist. Okay, wird immer noch. Spezialangriff der zweitbeste Wert, hätte ich nicht gedacht. Ist der beste? Angriff. 125. Ach, Angeberei schlägt fehl. Wenn mein Angriff auf Maximum ist, oder was? Interessant, weil dann kann ich nämlich einfach die Verwirrung heilen, theoretisch, und angreifen. Nein, angreifen wäre dann blöd. Dann würde ich wahrscheinlich sterben. Ah, das wäre vielleicht nicht so schlau. Also gegen etwas, was ich killen will, vielleicht schon, aber... Dunkelnebel kann es noch. Okay, es kann nur Flügelschlag zum Angreifen. Dunkelnebel... Oh, okay. Ich habe bei 41 Hyperbällen angefangen zu werfen und ich habe erst einen Flottball geworfen. Das heißt 32, danach Timerbälle. Ich weiß zwar, was es für ein Partner hat, aber vielleicht... Keine Ahnung. Läuft ja noch ein Shiny über den Weg oder so. Man weiß ja nicht.
oder mir. Aber das hilft mir mit Kramchef auch nicht weiter. So, ein Hyperball noch, danach kommen Timerbälle. Einmal wackeln, zweimal wackeln, dreimal wackeln. Oh, das war geil. Yay, Kramchef wurde gefangen. Wuhu! Halleluja. Dein Zerpeise. Was kann man das denn nennen? Was Tolles zu essen. Warte, wie heißt denn das noch? Hast du jetzt den Pokédex-Eintrag übersprungen? Wer? Hast du jetzt den Pokédex-Eintrag übersprungen? Nein, ich doch nicht. Wirklich tun. Trudels tiefer Ruf lockt andere Kramurks herbei. Man nennt es daher Beschwörer der Nacht. Daher Beschwörer der Nacht. Ja, natürlich. Den Trudel. Unlichtflug. Ach, es passt schon. Es heißt Nugget. Meins heißt Nugget? Ja. Okay. Ja, ich möchte den Spitznamen geben. Das sieht halt episch aus. Nugget. Warte. Ich muss herausfinden, dass sich einer. Gott, das könnte gut. Schieb dir mal. Schieb dir. Kann man dir irgendwie helfen dabei? Was ist das denn? Ah, Ingwer. Genau. Ich kam nicht drauf. Ingwer. Nenn es Ingwer. Okay. Ingwer, wollen wir jetzt noch zurück und beide angucken? Ja, würde ich schon gerne machen. Dann starten wir wieder auf der Route am Anfang. Okay. Das Fangen hat jetzt ja auch nur wieder 25 Stunden gedauert. Ja, das ist ein bisschen Überlängefahrt mit 25 Stunden, aber ja, passiert. Das passiert mal hier und da, da sollen Leute jetzt auch nicht aufregen und sagen, so viel kann ich nicht gucken, weißt du, wieder die typischen, ne? Das ist halt, kennt man ja. Oh, ich bin bald da. Bin schon da. Ich bin halt gelaufen, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Okay. Ich Suppe! Heile. Erstmal. Fang ruhig an. Suppe ist vom Wesen her lasch. Verteidigung hoch, Spezialverteidigung runter. es ist vom Wesen her Lachs. Lachs, genau. Hat Speckschicht. Entschuldigung. Ja. Schutz vor Hitze und Kälte. Ist eigentlich ganz cool. Da ist nicht. Hat keine Viererschwäche Kälte. Also alles. Also, ja. Egal. Wird eh verlernen. Hat eh dann eine andere. Kann Sprungfeder, Aquavelle, Bodycheck und Kung-Fu-Strahl. Sprungfeder, okay. Ja. Angriff mit 25, da ist Sprungfeder nicht ganz so günstig. Ja, gut, ne? Aber an sich ist Mantax eigentlich ein ziemlich cooles Pokémon, habe ich noch nie benutzt. Wäre cool, wenn aber du es doch entwickeln kannst. Du meintest ja, du hast eventuell wilde Dingens gesehen, oder wie? Ja. Okay. Ja gut, dann mein Lachs ist mäßig, oh cool, momentan Entlastung, erhöht Initiative, wenn ein Item verwendet, verloren, okay, kann Säure, Abschlag, Lockduft, Magensäfte, okay, momentan ja Attacken, könnte besser sein, aber ein mäßiges, oder ist... Ich glaube, ist das gut? Ich glaube, es ist gut. Weißt du, was meine Suppe für ein Item trägt? Ich weiß es nicht. Lachsrauch. Ja. Das ist ein lachses Wesen. Lasches Wesen, natürlich. Ja. Ist Ultrigaria nicht eher
physisch, ich glaube schon. Ich glaube, das geht beides. Das könnte natürlich sein. Ja, aber in Attacken, denke ich, kann man bestimmt noch ein bisschen was rausholen. Aber ja, geht beides. Und ja, dann das nächste gefangene Pokémon bei Trudel ist ein wunderschönes Zirpeise. Ein Ingwer! Mit dem Namen Zirpeise, was? Es ist robust, das ist ein neutrales Wesen. Ja, Wesen kann ich auch schon mal nachschauen. 78 Angriffe. Oh, es hat Magieschild. Okay. Magieschild ist natürlich ziemlich cool an sich. Ja, das stimmt. Es kann Schlitzer, Kreuzschere, Kreideschrei und Verhöhner. An sich auch nicht so schlecht. Es ist halt bloß von den Werten nicht ganz so gut. Ja. Aber ja, also mal gucken, vielleicht nehmen wir es irgendwann mal rein. Vielleicht. Ja. Mein wundervolles Nugget. Beziehungsweise der Kramchef ist sanft, auch neutrales Wesen. Kann Dunkelnebel, Flügelschlag, Angeberei, Ränke, Schmied momentan. Dunkelnebel. Ah, eine Eisattacke. Das hat er wirklich gemacht. Ist das sein Ernst? Egal. Hat die Fähigkeit Edelmut. Wow. Warte. Zusatzeffekte treten mehr auf, oder wie, oder? Mhm, genau. Ah ja. Das heißt, hat ihm gerade nichts gebracht. Wenn auch, also wenn eine Attacke auch kritisch treffen kann, ist das auch der Fall? Oder zählt das nur mit Zurückschrecken und so? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das nur bei Verbrennung und so weiter und Zurückschrecken zählt. Ich glaube, die Crit-Chance wird dann nicht erhöht. Das weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall ist der Angriff auf Level 39 mit 106 schon echt nicht schlecht. Das stimmt. Das ist halt krass. Ja. Das Kramschiff ist schon cool. Hält halt nicht ganz so viel aus, finde ich. 45, 54, aber... Mhm. Hab ich auch noch nie dabei gehabt eigentlich, aber... Wäre natürlich ganz nice. Aber Zirpeise ist halt jetzt von den Werten einfach... Aber auch sehen müssen, dass die überleben. Mal schauen. Vielleicht nicht die erste Wahl, aber... Vielleicht irgendwann mal einfach. Einfach so. Ja. Und dann... Bis zum nächsten Mal. Zur nächsten Folge. Tschüss. Oh, Ben.